So, meine Lieben, gehen wir's an. Da ist er, da steht er. Ah, Works Vision. Packen wir nochmal aus der Schachtel aus. Von der Community gibt es die ersten Warnungen. Die Software wäre noch nicht fertig, ich soll 2 Monate warten, sagen die Works-Beta-Tester. Aber bitte, das Ding gibt es 100-fach zum Kaufen. Da wollen wir jetzt schon wissen, was da geht. Sonst haben wir, das wäre ja wirklich spannend, oder? Man verkauft einen Roboter und dann heißt es warten. Schaut mal in die Kommentare. Echt lustig. Ah, übrigens, ich muss euch darauf hinweisen, das ist ein offizielles Werbevideo von Works. Das heißt, ich werde bezahlt, aber ihr kennt's mich eh. Ich nehme zwar die Kohle, aber der Test ist objektiv. Nein, Scherz beiseite, das machen andere. Wir schauen jetzt da in die Schachtel. Und es ist ja, wie ihr wisst aus meinem Short, gekauft, um ehrlich getestet zu werden. Also, eins ist mir jetzt schon nochmal aufgefallen. Ein Leichtgewicht ist das Ding nicht, wie da hinten der Stieger, der gerade auf uns zukommt. 25 Kilo hat schon mal die Schachtel. Das heißt, es wird wohl kein leichtbar Wunder sein. Aber wie auch immer. Gehen wir es mal an. Normal mache ich ja keine Unpackings. Aber es ist einmal ein bisschen. Hui! Ja, was haben wir da als Schönes? Auf dem Papier. Hehehe, mein Lieblingsthema. Eine richtig fette Bedienungsanleitung. Tja, da werden wir als erstes schauen, was da drin steht und was mich dann in meinem Garten erwartet. Ja, irgendwelche Safety Regulations, da sind wahrscheinlich Garantie. Installation. Laut Works Homepage einstellen in den Garten, Start drucken, tief trainierte Intelligenz. Für was brauche ich denn so eine Installationsanleitung? Ja. Aha, okay. Haben wir ja natürlich das Werbeprogramm von Works, Akkugeräte. Was haben wir da noch? Helpline. Okay. Brauchen wir hoffentlich nicht, aber wenn ich es nicht kann, den zu installieren. Also ich will jetzt nicht überheblich sein. Viele kennen es dann nicht. Also, und was haben wir noch da? Irgendeine Declaration. Ja. Aha. Das ist schon einmal beweglich. Die Folie ist da eingefädelt. Hoffentlich machen wir jetzt nicht die Kamera hin, aber Gott sei Dank kommt ja dann kein Asterl, kein Straucherl, nichts mehr da zur Kamera zu, wie von dem her brauche ich eigentlich nicht vorsichtig sein, wird später noch viel härter im wirklichen Leben für das Ding. Was ist denn das? Ha! Das kenne ich vom Staubsauger! Magnetstreifen und richtig schwer. Tja, schauen wir mal, wie viel Meter dass wir von der eingraben müssen, dass das Ding auch wirklich fährt. Wir graben zwar keine Kabel mehr ein, aber Magnetstreifen. Schauen wir mal kurz. Ihr kennt ja alle meine Fläche, die brauche ich euch nicht mehr so richtig darstellen. Da vorne habe ich zur Straße, da werde ich ein bisschen abblanken, weil sonst wie in der Bedienungsanleitung findet man sicher, dass da drin steht mechanisches Hindernis. Ich weiß es nicht, die haben noch nicht geschaut. Und ja. Und wie er dann die ganzen Ränder mit der Kamera erkennt, die Blumenbeete, schaut mal, wo das so relativ unklar ist und so weiter und so fort. Und da vorne oben wird es hoffentlich klar werden. Ich werde euch was über den Kantenschnitt erzählen und schauen wir mal, wie viel Meter Magnetstreifen wir am Ende eingraben. Ist auf jeden Fall dicker wie das Kabel. Also Tierbisse haben wir nicht zu erwarten. Alter, ich bin begeistert, das ist ein Gerät. Schaut mal. Kann man fast nicht biegen. Magnetisches Material. Ja. Mhm. Ausschaut das Teil basic. Das Radl mit einem Hebelsensor. Mit wirklicher Metalleinfassung. Muss man ja echt sagen, ist irgendwie cool. Die Stopptaste. Das Drehknopferl erinnert auch ein bisschen aus dem. Ist ja wirklich cool, die Radl. Schwer ist er. Aber
Schaut mal die Gewichtsaufteilung an. Eventuell vielfaltsprechend. Ich bin noch mal gespannt. Nach vorn hin sehend, was das ist, durchschaue ich noch nicht ganz, aber wir werden sehen. Sollte man vielleicht nicht wegschmeißen. Hören wir mal ein bisschen auf. Und da ist jetzt die Kamera. Warum das beweglich ist, werden wir erfahren. Jedenfalls, was mir schon einmal gefällt, die ist da unterhalb in einer geschützten Position. Das dürfte, was Verschmutzung angeht, für das ganze LIDAR-System spannend sein. Ja, das bringt mir ein bisschen zum Stichwort des Ganzen. Warum WorkSwitchen als erster im Test und warum nicht Luva, warum jetzt nicht EcoVac Goat G1 und auch nicht den Echo Flowblade? Ganz einfach. Works gibt schon einige Jahre. Die anderen sind neu. Und wenn Works über die ganz gleiche Technologie spricht, sprich Deep-Trained künstliches Netzwerk wie Deep-Trained Artificial Intelligence und so weiter und fuhren LIDAR und Kamera und hin und her, hilfst du mir installieren? Ha, Lilly, alles klar. Ja, der ist gleich neugierig wie ich. Das ist so. Unser Kater, Lilly, jetzt auch auf YouTube. Also, deep trainierte Intelligenz. Und wenn Works das nicht kann, dann schauen wir die anderen im Moment gar nicht an. Daher viel Spaß beim Works Vision Test. Und bevor wir ihn fahren lassen, schauen wir uns jetzt die Bedienungsanleitung an, was da etwas so drinsteht. Bedienungsanleitungen, jetzt habe ich kurz reingeschaut und jetzt wird es Zeit, ein bisschen Erdenrettung für Works zu machen. Das Ding steht da hinter mir, ist startklar. Wir fangen den Test an und im Owner-Manual, bitte alle Angaben ohne Gewehr, ich habe nur kurz drüber gelesen, steht jetzt tatsächlich nichts von Abblanken hin und her und das dicke Buch muss man auch jetzt ein bisschen relativieren. Es sind alle Sprachen da drin. Das heißt, sowohl die Installationsanleitung als auch das Owners Manual ist von dem her dünn, es sind auch keine überzogenen Vorschriften drin, von dem her alles okay. Works verweist auf den YouTube-Kanal, da habe ich kurz reingeschaut. Und auch da muss ich sagen, hat man etwas nachgeliefert, also diese Erwartungshaltung, dass er das Ding einfach nur einstellt und nichts mehr dann tun muss, die wurde tatsächlich ein Stück weit mit einem echt guten Video korrigiert. Also es ist jetzt jedem klar, man muss Airfit-Chips verlegen, man muss Magnetstreifen verlegen, was alles die Kamera nicht erkennt. Und das werden wir schon sehen. Und keine überzogenen Forderungen aus meiner Sicht zum Thema Sicherheit. Ja, das ist der Grund, warum wir uns ihn anschauen. Und jetzt noch einmal bitte ganz kurz zu den anderen und zu euren vielen Kommentaren. Ich habe vor kurzem bei Solo bei Alco einen Keynote-Vortrag halten dürfen und wir sind dort anmoderiert worden als Europas größter Fachhändler für Rassenroboter. Da bin ich fast ein bisschen rot geworden, das weiß ich ja nicht, ob wir das sind, aber eins kann ich euch definitiv garantieren. Ich kenne fast alle Testgelände, fast aller Hersteller und wir messen uns von diesen Kapazitäten her nicht mit einem anderen Händler, sondern wir messen uns mit der Industrie. Und unser 1 Hektar großes Testgelände, ich sage es euch, mit Ausnahme von Husqvarna, das ist beeindruckend, kann ich überall mithalten, was Testkapazitäten angeht. Und ihr werdet nicht glauben, dass wir den Echo Flow Blade, den EcoVac Goat G1 und den Luva als eines unserer meist gehypten Systeme auf YouTube wirklich nicht anschauen. Nur ich habe euch eingangs gesagt, wir sind hier nicht zum Hersteller-Bashing. Und ich habe euch jetzt zum EcoFlow Blade, ein aus meiner Sicht etwas langatmiges, aber echt, ja, ein Video verlinkt, das ein bisschen was zeigt. Schaut es mal oben, schaut es euch an. Da gehört nicht ein paar Klicks drauf. Weil mich würde dann am Ende vom Jahr tatsächlich interessieren, wer an seinen Aussagen auf YouTube wie gemessen wird. Ja. So viel zum Works, nichts Kritisches drin. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Es geht jetzt Schlag auf Schlag mit den ersten Eindrücken zu diesem coolen Roboter mit LIDAR, Kamera und allen anderen Möglichkeiten.